Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, Sie heute online in unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Homeoffice, das neue Normal, so der Titel unserer Veranstaltung. Und in der Tat, virtuelles, nicht mehr am Arbeitsplatz gebundenes Arbeiten scheint ein wenig das neue Normal zu werden. Ein Beleg ist auch die heutige Veranstaltung mit Ihnen, liebe Interessierten an den Bildschirmen, vermutlich überwiegend von zu Hause. Die Corona-Pandemie hat vieles beschleunigt, hat vieles möglich gemacht, was wir uns vorher nur so grob vorstellen konnten. War die Digitalisierung vor 12 Monaten noch ein spannendes Forschungsprojekt, oft als Zukunftsaufgabe klar definiert, aber dann eben doch wegen mangelnder Ressourcen oder fehlender Budgets eben auf morgen vertagt. So ist sie über Nacht für uns alle zur Realität geworden. Und heute stellen wir uns die Frage, wie werden wir diesen Sprung in eine neue Arbeits- und Lebenswelt am Ende bewerten? Was ist heute positiv? Was bereitet uns Unbehagen? Wie stellen wir uns die eigene Zukunft unter diesen Bedingungen vor? Für unsere Betriebs- und Personalräte kommen in diesem Kontext ganz neue Herausforderungen zu. Und das vor dem Hintergrund, dass sie eh schon einen sehr anspruchsvollen Job jeden Tag zu bewältigen haben. Und mit Ihnen gemeinsam müssen wir heute Antworten finden, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Vieles läuft besser als erwartet. Viele Details, die nach der Anfangseuphorie jetzt zu klären sind, kommen allerdings an die Oberfläche und müssen vernünftig geregelt werden. Sie müssen mit den Instrumenten der Betriebsverfassung oder des Personalvertretungsgesetzes geregelt werden. Und dabei stellt sich mir zwangsläufig die Frage, reicht hier unsere Mitbestimmung? Und ich möchte dazu auch gleich zwei Antworten geben. Aus meiner Sicht nein, denn wir brauchen mehr Mitbestimmung. Wir brauchen mehr Betriebsrats- und Personalratsgremien in unseren Betrieben und Dienststellen. Und nein, die Mitbestimmung reicht nicht. Wir brauchen nämlich ein Mehr an Mitbestimmungsinstrumenten, die uns eine echte Gestaltungsmöglichkeit der neuen Herausforderungen ermöglichen. Schön, dass wir das heute gemeinsam diskutieren können, dass wir gemeinsam eine erste Bilanz ziehen können und vor allem, dass wir die Gelegenheit haben, auch ganz praktische Erfahrungen auszutauschen. Die Arbeitskammer mit ihrer Technologieberatungstochter Best und den Gewerkschaften wird an diesem Thema dranbleiben. Wir werden genau zuhören, was in den Betrieben und Dienststellen Sorge bereitet. Wir werden auch Politik auffordern, gute Arbeit und mehr Mitbestimmung auf den Weg zu bringen. Das aktuelle blockierte Betriebsrätestärkungsgesetz kann dabei nur ein erster Schritt sein. Und ich appelliere an die Politik, beende diese Blockade und gebt uns mehr Mitbestimmung. Wir werden in diesem Kontext unsere Betriebsräte, Personalräte auch in ihrer Arbeit unterstützen. Wir werden beraten, schulen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir werden heute in den nächsten 1,5 Stunden genau über diese Fragestellungen diskutieren. Und ich freue mich hier auf kompetente Gäste in der Runde, in immer noch ungewohnter virtueller Runde, aber dennoch sehr kompetent. Nach mir wird Frau Dr. Gerlinde Vogel mit uns über dieses Thema diskutieren und mit einem spannenden Impuls einführen. Daran anschließend mein Kollege von Best, Ronald Westheide, unsere Befragung zum Thema vorstellen und nochmal neue Impulse in der Debatte auf den Weg bringen. Und zum Abschluss wollen wir diskutieren, zum einen hier in der Runde, die dann ergänzt wird von Frau Elke Wasemann, Personalratsvorsitzende der Kreissparkasse Saarbrücken, und Holger Meuler, dem Gewerkschaftssekretär von Verdi, auch für Digitalisierung zuständig. Und das Ganze moderiert von meiner Kollegin Gertrud Schmidt, die ich alle jetzt hier gemeinsam begrüßen möchte. Zum einen in kleiner Runde hier in der Arbeitskammer, aber hoffentlich über die Kommentarspalten vielfältig mit Ihnen auch an den Bildschirmen. Und in diesem Kontext wünsche ich Ihnen eine spannende Veranstaltung und gebe das Wort an Gertrud. Liebe Gertrud. Ja, hallo. Schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte mich kurz vorstellen, Gertrud Schmidt. Ich bin bei der Arbeitskammer zuständig für Frauen- und Gleichstellungspolitik und habe in diesem Themenfeld auch mit Homeoffice zu tun, unter anderem. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses hochaktuelle Thema dringend diskutieren wollen.
Wir dachten auch, es sei sinnvoll, erstmal bundesweite Inputs einzuholen, Erfahrungen, die über das Saarland hinausgehen. Danach aber ist es ja spannend zu hören, was gibt es denn im Saarland dazu? Haben wir schon Ergebnisse? Wie verbreitet ist Homeoffice? Was wird als Problem gesehen? Und da ist mein Kollege von Best dann anschließend an der Reihe, unsere ersten Ergebnisse zu präsentieren. Wir fangen aber jetzt an mit Dr. Gerlinde Vogel. Gerlinde Vogel ist eine sehr erfahrene Arbeitssoziologin. Sie ist seit Jahren an dem Thema mobile Arbeit dran in vielen verschiedenen Funktionen. Sie hatte zum Beispiel die Projektleitung des Verdi-Projektes Prentimo. Sie war zuletzt oder ist es, glaube ich, immer noch bei Input Consulting in München beschäftigt. Sie ist beim Haus der Selbstständigen in Leipzig, eine Interessenvertretung für Solo-Selbstständige und überall dort mit dem Themenfeld mobile Arbeit, Homeoffice beschäftigt. Frau Vogel, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Herzliches Grüß Gott in die Runde. Ich sitze hier in Leipzig, bin diese Woche Gott sei Dank nicht im Homeoffice, sondern bin im Haus der Selbstständigen, ein Projekt, das sich die Stärkung von Interessensvertretung für Solo-Selbstständige auf die Fahnen geschrieben hat. Aber heute geht es ja erstmal um das Homeoffice und nicht nur bei Solo-Selbstständigen. Vielen Dank, Frau Vogel. Ich finde, das war ein wirklich beeindruckender Weiterbogen von den, wie soll ich sagen, kleinen individuellen Dingen, die Beschäftigte bewegt, wenn sie im Homeoffice jetzt verstärkt sind, bis hin zu den wirklich gesellschaftspolitischen Auswirkungen im Wohnungsmarkt und sonst wo. Erstmal vielen Dank. Sie bleiben ja weiter bei uns, auch später in der Diskussion. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir Sie dann weiter einbeziehen können. Es gab eine Frage, wie man Ihre Inhalte nachvollziehen kann. Da muss ich jetzt im ersten Schritt darauf verweisen, dass wir das ja jeder und jede im Nachgang noch mal auf YouTube abrufen können und dort die Folien zu sehen sein werden. Ob wir den Vortrag auch selber noch mal als getrennten Teil verschicken können, das müssen wir noch mal kurz mit Ihnen im Nachgang dann klären. Jetzt soll es aber erstmal weitergehen. Jetzt kommt mein Kollege Runhald Westheide von unserer Technologieberatungsstelle Best. Die Best hat im ersten Lockdown im Sommer 2020 schon eine Befragung gemacht im Saarland von Interessenvertretungen und er wird uns die wichtigsten Ergebnisse jetzt vorstellen. Runhald, bitteschön. Ja, danke schön und guten Abend zusammen. Du hast ja schon angedeutet, um was es geht. Also ich kann, glaube ich, das, was die Kollegin Vogel gesagt hat, noch ganz gut ergänzen und abrunden durch das, was wir jetzt in unserer Umfrage im letzten Jahr hier im Saarland herausgefunden haben. Ich selbst bin Soziologe und Organisationsberater bei der Best. Das ist die Beratungstochter der Arbeitskammer und des DGB für die Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretung hier im Saarland. Wir unterstützen die Mitbestimmung sachverständig in den verschiedenen Themen, die die Gestaltung von Arbeit und Technik angeht. Also das Thema gute Arbeit ist eigentlich unser Kernthema und das mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb voranzubringen. Und da ist natürlich in der aktuellen Diskussion digitale Transformation und so weiter ist das Thema orts- und zeitflexibles Arbeiten immer ein ganz prägnantes und steht oft im Mittelpunkt der Diskussion. Wenn man aber sich in der Vergangenheit, und das hat ja auch Frau Vogel eben ausgeführt, sich das ein bisschen anschaut, dann war das gar nicht so umfassend ausgeprägt oder wie man das vielleicht manchmal schon aufgrund des Diskussionsstandes sich vorgestellt hat. Und dann kam Corona und plötzlich, das haben ja die meisten von uns auch selbst erlebt, war mal plötzlich im Homeoffice und sehr viele Menschen, die noch nie im Homeoffice waren, waren plötzlich sozusagen digital angebunden an den Betrieb oder die Dienststelle mit ihrem Notebook und unterwegs im Homeoffice tätig. Und das ist natürlich eine spannende Sache gewesen, weil das ist ja sozusagen ein großes soziales Experiment, wie das ausgeht. Und da haben wir gedacht, dann fragen wir doch mal die sich ja gut damit auskennen. Das sind unsere Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretung. Die haben wir also dann im Juni letzten Jahres mal befragt. Ich will
nicht so allzu viele Details nennen, aber wir haben immerhin über 700 Kolleginnen und Kollegen aus den Gremien angeschrieben oder Betriebsratsvorsitzende des Gremium direkt und haben ungefähr 20% Rücklauf gehabt. Also eine ganz schön gute Zahl schon. Wir haben Interessenvertretungen, die insgesamt über 60.000 Beschäftigte im Saarland vertreten. Und die sich also zu diesem Thema, wie ist die aktuelle Situation, der Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice geäußert haben. Wir haben das auch verglichen mit dem, was denn in anderen Studien herausgefunden wurde, was Kollegin Vogel ja auch schon teilweise genannt hat, und haben dann also einige Untersuchungen, die vor Corona durchgeführt worden sind, mit einbezogen, aber auch, und da gab es plötzlich eine ganze Menge, das hat mich sehr überrascht, über 25 Studien, die sich dann doch zu bestimmten Zeiten ab März letzten Jahres mit dem Thema Homeoffice beschäftigt haben, sehr umfangreich teilweise und manchmal auch nur als schnelle Umfrage von einem Meinungsinstitut zu einem bestimmten Aspekt. Aber wenn man das Ganze sich anguckt, dann gibt es doch ein recht rundes Bild. Und ich will jetzt hier auf, vor allen Dingen auf unsere Ergebnisse eingehen aus unserer Umfrage und die so ein bisschen abgleichen mit dem, was in bundesweiten Studien herausgefunden wurde. Das waren hauptsächlich Beschäftigtenbefragungen und auch eine Reihe, 5 bis 6, die Arbeitgeberseite direkt befragt haben. Was Besonderes ist, ist, dass wir, glaube ich, die Einzigen sind, die bis jetzt mal Betriebsräte zu dem Thema befragt haben. Insofern ist das auch eine interessante Perspektive. Ja, das sieht man jetzt mal. Wir haben gefragt, was ist denn aus Ihrer Sicht als Arbeitnehmervertretung, wie viele Kolleginnen und Kollegen oder wie viele Beschäftigte können denn überhaupt Homeoffice machen von ihrer Tätigkeit her? Und das war das Ergebnis, ungefähr 36% aus Sicht der Interessenvertretung sind, haben die Möglichkeit oder könnten die Möglichkeit haben, Homeoffice zu arbeiten. Das ist also das sogenannte Homeoffice-Potenzial und das trifft auch ganz gut mit anderen Studien, die bundesweit durchgeführt wurden. Also es gab eine Umfrage auch im Jahr 2016 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die kam auf 40% der Berufe, die dafür geeignet sind. Das IFO-Institut hat sogar bis zu 56% der Berufe haben Homeoffice-Potenzial. Das heißt, die haben aber auch, was wahrscheinlich ein gutes Argument ist, gesagt, es muss ja nicht immer die gesamte Tätigkeit im Homeoffice ausgeführt werden können, aber es können ja auch einzelne Aspekte der Tätigkeit im Homeoffice ausgeführt werden. Das heißt, es ist nicht immer so, dass jemand vollständig praktisch nur im Homeoffice arbeiten können muss, sondern es kann auch sein, dass er vielleicht nur stundenweise oder einzelne Tage im Homeoffice arbeiten kann. Und wenn man das sich anschaut, dann gibt es also ein sehr hohes Potenzial an Möglichkeiten, überhaupt orts- und zeitflexibel zu arbeiten, nenne ich es jetzt mal etwas allgemeiner. Ja, und wie ist die Situation vor Corona gewesen aus Sicht der Betriebsräte? 4% im Saarland ungefähr sind nach Einschätzung der Interessenvertretung im Homeoffice gewesen, mehr oder weniger umfangreich. Da gibt es auch Studien, das haben wir jetzt nicht direkt in unserer Umfrage gefragt, aber dass halt die allermeisten, ich glaube, Kollegin Vogel hat das vorhin auch schon gesagt, in der Regel stundenweise im Homeoffice waren, oft auch nach ihrer Tätigkeit. Es deutet viel darauf hin, dass es halt Berufe sind oder Beschäftigte, die dann auch Arbeit mit nach Hause nehmen, weil sie vielleicht ihre Arbeit nicht geschafft haben während der normalen Arbeitszeit und dadurch auch Belastung zustande kommen. Also es hängt sehr stark von der Tätigkeit ab, was ich, wie weit ich Homeoffice machen kann. Und das spiegelt sich dann auch wieder teilweise in den Rahmenbedingungen oder auch, ja, gibt es bestimmte Beschäftigtengruppen, die vielleicht besonders prädestiniert sind für Homeoffice, aber dafür auch einen besonderen Einstellung zur Arbeit haben, Arbeitsaufgaben haben, oft mit zusätzlichen Projekten und sowas beschäftigt werden, sodass das auch sich auswirkt auf die Art und Weise, wie zu Hause gearbeitet wird. Diese 4%, die sind ziemlich unterdurchschnittlich. Also wir haben eine bundesweite Erhebung von 2018, Statistisches Bundesamt, die sprechen von 11% Homeoffice-Beschäftigung in Deutschland 2018. Und der europäische Durchschnitt liegt so wohl bei 14,8%. In den Niederlanden bei über 30%. Also da sind wir mit 11% relativ schwach aufgestellt bis jetzt. Und 4% ist natürlich erst recht nicht so viel. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil man halt immer beachten muss, wie ist die Berufsstruktur, wie ist die Branchenstruktur in einem bestimmten Bundesland. Und
natürlich, wie ist auch unsere Stichprobe zusammengesetzt? Also ich glaube schon, dass natürlich auch aufgrund dessen, wer uns jetzt geantwortet hat, da vielleicht auch eine Abweichung kommt, wie die Interessenvertretung das eingeschätzt hat. Also wir haben zum Beispiel kaum Antworten aus Schulen, aber die Lehrer sind eine ganz prädestinierte Gruppe, die Lehrer und Lehrerinnen fürs Homeoffice. Das war schon immer seit eh und je so, dass ein Teil der Arbeit zu Hause gemacht wurde. Also die gesamte Lehrerschaft kann man sozusagen als Homeoffice-Beschäftigte auch bezeichnen. Da haben wir wahrscheinlich zu wenige. Was wieder ganz interessant ist, dass wir fast im Durchschnitt liegen von dem, wie viele Leute haben denn während der Corona-Pandemie, sprich im Juni unserer Umfrage, im Juni letzten Jahres im Homeoffice gearbeitet. Aus Sicht der Arbeitnehmervertretung war das ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten. Das sind mehr als zwei Drittel derjenigen, die überhaupt für Homeoffice in Frage kommen. Und das haben verschiedene andere bundesweite Studien auch herausgefunden, zwischen 20 und 40%, zwischen 20 und 30%, sagen wir besser, waren im Homeoffice tätig, je nach Anlage der Studie auch. Und das war für uns natürlich auch interessant, wie glauben die Experten in eigener Sache, die Betriebs- und Personalräte, Mitarbeitervertretung, wird sich die Entwicklung weiter zeigen. Wir waren noch optimistisch zu sagen, dass die Normalität ist im Sommer 2021 wiederhergestellt. Das hat sich jetzt natürlich als Trugschluss erwiesen. Aber die Annahme ist, dass ungefähr 9 bis 10% aus Sicht der Interessenvertretung auch nach der Corona-Pandemie weiter im Homeoffice arbeiten. Also dass das Thema aktuell bleibt. Ja, und dass es natürlich einen deutlichen Rückgang wieder gibt gegenüber der jetzigen Situation im Juni 2020, aber doch auch eine erhebliche Steigerung gegenüber der Situation vor Corona. Und das, ich habe das hier mal mit eingebaut, diese Landkarte. Das ist jetzt ausnahmsweise keine Inzidenzkarte von Corona oder sowas, sondern soll anzeigen hier das Homeoffice-Potenzial nach Regionen, nach Landkreisen. Und da je nach Tätigkeit, Branchenstruktur und sowas ist das Potenzial schon unterschiedlich. Und dadurch ergab sich natürlich auch eine unterschiedliche Nutzung von Homeoffice während der Corona-Pandemie und auch davor schon. In den ostdeutschen Bundesländern allgemein aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur und auch viel des ländlichen Raums, der es oft gibt, relativ unterdurchschnittlich. Man sieht die Ballungszentren natürlich alle sehr stark Homeoffice-Potenzial. Und bei uns im Saarland ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen, Regionalverband Saarbrücken, höheres Potenzial, andere Regionen, die auch stark Industriearbeitsplätze haben, deutlich weniger Potenzial. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bestandsaufnahme, dass das sich auch während vor Corona schon in der Umsetzung und auch während der Corona-Pandemie in der Nutzung widerspiegelt. Ja. Was wir auch herausgefunden haben, das haben wir vorhin gesagt, also meistens waren die Kolleginnen und Kollegen vor Corona, wenn sie im Homeoffice waren, stundenweise, maximal tageweise im Homeoffice und nur selten, dass sie vollkommen im Homeoffice waren. Das hat sich deutlich geändert während der Pandemie, dass man sozusagen den größten Teil der Arbeit zu Hause geleistet hat. Habe ich hier mal in diesem Schaubild ein bisschen aufgelistet, dass also der Anteil, die überwiegend im Betrieb noch tätig waren und ab und zu im Homeoffice, das waren ungefähr 10%, aber die allermeisten waren fast ausschließlich oder zumindest wechselnd im Homeoffice tätig. Da gab es auch eine Untersuchung in der Schweiz, dass der Homeoffice-Stundenanteil pro Woche vor Corona ungefähr bei 10 Stunden lag und während Corona auf 32 Stunden angewachsen ist. Einzig der Teilzeitbeschäftigten. Also das heißt schon, bei sehr, sehr vielen war das sozusagen Vollzeit über einen langen Zeitraum im Homeoffice. Was wir auch gefragt haben, wie waren denn die Leute im Homeoffice ausgestattet? Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass auch so ein sehr hoher Anteil aus Sicht der Interessenvertretung mit betrieblichen Geräten zu Hause gearbeitet haben, nach Hause geschickt wurden. Trotzdem sieht man, dass auch immer noch ein Anteil, und das wird auch von vielen Interessenvertretungen als Problem und Aufgabe beschrieben, die gestaltet werden muss, die technische Ausstattung für die Menschen, die zu Hause arbeiten. Es gibt einen gewissen Teil, der eh schon in Telearbeitsplätzen ausgestattet war, die vom Arbeitgeber eingerichtet waren, aber die allermeisten wurden halt relativ kurzfristig nach Hause geschickt und haben ihr Notebook mitgenommen oder manchmal wurden auch die PCs abgebaut und zu Hause wieder aufgebaut. Da gab es ganz interessante Lösungen. Die EDV-Abteilungen waren immer am Anschlag. Da muss man sicher ein Lob aussprechen, dass die das alles so gestemmt haben. Und ich glaube, auch Händler von Notebooks haben ein gutes Geschäft gemacht in der Zeit. Ich habe mal gelesen, die Bundesregierung allein hat 40.000 Geräte angeschafft.
im letzten Jahr für Leute ins Homeoffice zu schicken. Man sieht auch dienstliche Mobiltelefone, auch noch eine etwas durchaus bemerkenswerte Ausstattung. Die meisten, die halt ein Dienst-Smartphone oder iPhone hatten, die haben das dann auch natürlich nutzen können zu Hause, aber die Mehrzahl war auf private Geräte angewiesen. Und ansonsten, gerade auch was die Büroausstattung angeht, ist natürlich kaum eine Ausstattung vorhanden gewesen. Insgesamt aber haben sowohl die Interessenvertretung gesagt, als auch die Beschäftigten, dass das eigentlich insgesamt sehr gut geklappt hat. Ja, dass es zwar Probleme gab und gibt, aber dass es natürlich immer noch besser ist, erstmal zu Hause zu arbeiten und das pragmatisch anzugehen, als dass man sich dem Ansteckungsrisiko aussetzt. Hier habe ich auch ein Beispiel aus einem ganz normalen Industriebetrieb. Ja, wo der Betriebsrat hat das vor kurzem dort abgefragt. Da sieht man, dass halt drei Viertel der Kolleginnen aus dem Bürobereich in diesem Betrieb haben gesagt, die Umstellung hat gut geklappt. Umgekehrt sieht man die unterschiedliche Betroffenheit. Die Kollegen aus der Fertigung waren natürlich selten betroffen davon und haben das nur zu einem gewissen Anteil ausgedrückt. Auch die Problemfelder wurden, es wurde schon einiges an Themen und Problemen aufgeführt, aber hier habe ich sozusagen die wichtigsten rausgegriffen. Es wurde schon oft gesprochen von psychischen Belastungen, die wurden allerdings auch oft mit der Situation insgesamt gleichgesetzt, also dass es halt die Pandemiesituation, die Zukunftsängste, die Angst vor Ansteckung und natürlich vor allen Dingen auch, dass die Doppelbelastung zu Hause arbeiten und die Kinder betreuen und Homeschooling, das war natürlich schon auch hier eine ganz Corona-spezifische besondere Situation. Ja, also Ausstattung ist ein wichtiges Thema und auch die Entgrenzung, Vermischung von Arbeit und Privatleben. Viele andere Themen, Arbeitszeit und sowas wurden auch genannt, aber auch nicht, wie man es hier oben sieht, Arbeitszeiten, Ruhezeiten. Klar, Nicht-Einhaltung der Ruhezeit war schon oft ein Thema und so, aber es wurde weniger genannt als jetzt auch diese praktischen Themen, die ich jetzt hier mit aufgeführt habe. Insgesamt wurde, glaube ich, auch schon vorher deutlich, dass halt sehr viele Beschäftigte aufgrund des Arbeitens im Homeoffice und dass viele haben das zum allerersten Mal gemacht, wurde das halt schon, ist der Wunsch stark ausgeprägt, glaube ich, dass man auch weiterhin Homeoffice machen darf. In welcher Form auch immer. Und diese Zufriedenheit, die mit dem Homeoffice bestand, war natürlich nicht überall gegeben. Das hängt sehr stark auch von den Bedingungen ab. Und nach 3 oder 2 Monaten Vollarbeit im Homeoffice hatten natürlich auch viele die Nase voll. Also Homeoffice-Müdigkeit ist dann auch eingetreten. Die wurde ja dann über den Spätsommer und den Frühherbst, wurde das ja alles auch wieder gelockert. Im Juni letzten Jahres war auch schon wieder ein Rückgang von Homeoffice zu erkennen, bis wir jetzt sozusagen in der zweiten Welle angekommen sind und da ja auch wieder sehr stark Homeoffice genutzt wird. Wobei ja immer gesagt wird, und da wissen wir aber noch keine genauen Zahlen, dass es jetzt deutlich weniger Leute sind, die im Homeoffice arbeiten, als das noch in der ersten Welle der Fall war. Das wird auch mal interessant sein, da mal noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Auch hier wieder unser kleiner Industriebetrieb, ungefähr 100 Beschäftigte, die da einbezogen waren. Soll mobiles Arbeiten weiter ein Thema werden? Alle, die sozusagen Homeoffice-Potenzial haben, die sagen, ja, das soll auf jeden Fall Thema sein. Wir wollen das irgendwie organisieren oder organisiert haben, dass das auch in Zukunft Möglichkeiten gibt. Wobei, das wurde, glaube ich, auch vorhin schon gesagt, die meisten sagen, wir wollen das auch eher aus dem Aspekt Vereinbarkeit Familie, Privatleben und Beruf haben und ist uns sehr daran gelegen, dass wir häufig mal einen Flexitag machen können oder anlassbezogen, wenn die Handwerker da sind oder die Kinder, die Kita geschlossen ist, dass wir da auch mal im Homeoffice arbeiten können. Aber wir wollen nicht permanent ins Homeoffice und 1 oder 2 Tage die Woche, vielleicht auch 3 Tage, jedenfalls auf jeden Fall alternierend, dass wir auch noch Kontakte haben und direkte Austausch im Büro. Ja, die Haltung gegenüber Homeoffice hat sich auch deutlich verändert, glaube ich. Also die Arbeitgeberseite ist aus Sicht der Interessenvertretung nach wie vor deutlich skeptischer als die Interessenvertretung selbst. Kann man auch nochmal über diese Zuschreibung natürlich nachdenken. Aber also die meisten Interessenvertretungen stehen dem Thema Homeoffice nach Corona positiv gegenüber. Und immerhin auch aus ihrer Sicht mehr als die Hälfte der Arbeitgeber sind da durchaus aufgeschlossen. So, dass es also schon ein ganz gutes Potenzial gibt, da auch zu neuen Wegen und Lösungen zu kommen. Wir haben herausgefunden, dass 28,5% der Interessenvertretungen aktuell eine Vereinbarung abgeschlossen hatten.
Das ist natürlich heißt das umgekehrt, dass über 70% keine Vereinbarung abgeschlossen hatten. Also auch das haben wir immer wieder festgestellt, dass es halt sehr ungeregelt die Homeoffice-Situation war und auch sehr oft abhängig war von der Einstellung der Führungskräfte oder was man halt gerade stemmen konnte. Und 28,5% ist trotzdem ein recht hoher Prozentsatz. Das fand ich auch interessant, dass es eine Umfrage gibt vom Bundesinstitut für Berufsbildung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018. Die haben herausgefunden, dass 12% der Beschäftigten nur über eine Vereinbarung verfügen. Das sind sowohl individuelle Vereinbarungen wie kollektive Vereinbarungen. Und sie haben auch herausgefunden durch ihre in dieser empirischen Studie, dass diejenigen, die wo das Homeoffice geregelt war, eigentlich ein weniger belastendes Homeoffice hatten als das, wenn es halt mehr oder weniger wild umgesetzt wurde. Das sind einige wichtige Gestaltungspunkte aus Sicht der Arbeitnehmervertretung. Da geht es dann doch um die Arbeitszeit sehr zentral. Und es geht auch darum, das haben wir auch gehört, da gibt es durchaus auch in der Zeit vor Corona Studien, die belegt haben, dass die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, Privatem dann doch nicht so positiv gestaltet werden konnte, oft im Homeoffice. Das hat sich natürlich jetzt auch während Corona gezeigt durch die starke Belastung Kinderbetreuung und Arbeiten zu Hause. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen weiter in Kontakt zu bleiben, zu kommunizieren, geht zwar vieles über technische Mittel, aber die meisten sagen schon, wir müssen irgendwie Wege finden, dass wir da sozusagen die Integration in den sozialen Zusammenhang auch nicht verlieren. Und das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz ist natürlich auch ein wichtiges. Wobei das Thema Gefährdungsbeurteilung, was ja eigentlich die Grundlage ist, um überhaupt mal eine Abschätzung zu machen, was an Arbeitsschutzmaßnahmen nötig ist, nur von den wenigsten oder von relativ wenigen als aktuelles Thema angesprochen wurde. Also es wurde natürlich jetzt auch während der ersten Welle Corona-Pandemie kaum eine Gefährdungsbeurteilung gemacht, sondern alle sind erstmal überhaupt nach Hause geschickt worden. Aber das sind natürlich Aufgaben für die neue Normalität, die dann mehr in den Mittelpunkt rücken, dass man das vernünftig gestaltet. Ja, ich gehe da, also das sind sozusagen weitere Themen. Wir haben noch mehr abgefragt, die habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengestrichen, damit wir nicht zu viele sehen. Aber man sieht, das ist eigentlich, wenn man das dann wirklich mal, wie soll ich sagen, konstruktiv und vernünftig angeht, haben wir eine ganze Reihe an Themen, über die man nachdenken sollte und die man je nach Betrieb auch unterschiedlich ausgestalten muss. Aber wir haben schon mittlerweile eine ganze Menge an Eckpunkten, die wichtig sind, um eine solche Homeoffice-Situation oder das mobile Arbeiten, um das nochmal etwas allgemeiner zu sagen, auch angemessen ausgestalten zu können. Das sehen wir jetzt auch in unserer Beratung, dass die Anteile der Anfragen oder der Projekte, wo es darum geht, eine Vereinbarung zum Thema Homeoffice abzuschließen, deutlich angewachsen ist. Aber es ist immer noch so, dass ein großes Potenzial ist, wenn es um die Erfordernis der Gestaltung geht. Und wir haben auch hier in der Umfrage herausgefunden, dass durchaus ein Drittel der Betriebsräte im Moment sagt, wir haben im Moment, sehen wir keine Notwendigkeit, da irgendwie eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. Das läuft eigentlich so ganz gut und solange es so läuft, lassen wir es auch laufen. Und da kann man natürlich sagen, wahrscheinlich wird es besser laufen, wenn man sich nochmal genauer Gedanken macht, wie denn das am besten praktisch umzusetzen ist. Kurzes Fazit. Ja, das hat ein Kollege mal gesagt, fand ich ein gutes Zitat. Also vorher war fast alles unmöglich, wenn es um Homeoffice ging und plötzlich ging alles. Ne? Und das ist natürlich eine spannende Erfahrung und man kann sicher sagen, die meisten haben gemerkt, oh, das geht ja doch, das Homeoffice, sowohl die Beschäftigten wie auch die Führungskräfte. Ne? War gar nicht so schlimm, wenn die aus den Augen verschwunden sind, die Kolleginnen und Kollegen. Und die Barrieren sind sicher gesunken durch die neue Erfahrung, in der Not ins Homeoffice gehen zu müssen. Und es ist viel Pragmatismus an den Tag gelegt worden. Und auch hier haben wir herausgefunden, dass die allermeisten doch recht zufrieden waren mit der Homeoffice-Situation, wie sie sich dargestellt hat. Also die meiste Unzufriedenheit wurde immer wieder auch in Kommentaren zu der Umfrage und auch in Leitfaden-Interviews, die wir zusätzlich noch gemacht haben, geäußert, war diejenigen, die nicht durften, obwohl sie eigentlich wollten. Und die dann oft gesagt haben, wir bräuchten eigentlich eine klare und transparente, verbindliche Regelung. Wir müssen irgendwie klären, wie das mit dem Anspruch ist, was die Voraussetzungen sind. Also bei uns war es so, die eine Abteilung durfte, die andere durfte nicht. Es hing immer ab von der Führungskraft, die da eingestellt war. Und das wäre natürlich für eine normale Situation kein haltbarer Zustand. Ja, wichtig ist den meisten Beschäftigten, dass sie Homeoffice auch nutzen können, um eben Arbeit und Privatleben besser vereinbaren zu können und dass sie das vor allen Dingen freiwillig machen können. Dass sie nicht verpflichtet werden,
wie ich jetzt vor kurzem im Callcenter gehört habe, dass die Nachtschicht vier Kollegen und Kolleginnen sollen sozusagen nicht mehr in den Betrieb kommen, sondern von zu Hause aus die Nachtschicht bedienen. Da frage ich mich auch erstmal, ohne dass ich das schon genau durchdacht habe, ob das so eine gute Idee ist, wenn man sozusagen alleine zu Hause sitzt und auf eintrudelnde oder einkommende Calls wartet, ohne dass man jetzt noch einen sozialen Austausch hat mit den anderen. Na gut, also es gibt durchaus Ansätze, da haben auch andere berichtet, dass es halt durchaus verschiedene Überlegungen gibt von Seiten der Arbeitgeber, Homeoffice verpflichtend zu machen. Aber die meisten Beschäftigten sagen auf jeden Fall, wir möchten das lieber auf freiwilliger Basis machen. Ja, wir müssen gucken, welche Belastungen tatsächlich auftreten, und das wäre natürlich eine zentrale Aufgabe, die auch gezielt zu reduzieren, und deswegen ist unsere Grundhaltung natürlich, Gestaltung ist notwendig, man kann es nicht einfach so, sollte es nicht so laufen lassen. Wir müssen klären, die Voraussetzungen, den Umfang, den Anspruch und vor allen Dingen auch die Aspekte der Umsetzung, die ich kurz angerissen habe. Und im Grunde ist das Wichtige, das war ja auch schon in der Begrüßung von Thomas Otto zum Ausdruck gebracht, also mit guter Arbeit und Mitbestimmung, die gehören direkt zusammen, und da müssen wir darauf hinarbeiten, dass das halt noch verstärkt wird, da gibt es auch noch viel Potenzial hier im Saarland. Ja, am Ende der Präsentation, wer noch mehr wissen will, der Bericht ist mittlerweile online, den wir da erstellt haben, kann man eine Zusammenfassung lesen oder auch sich durch viele Detailergebnisse kämpfen. Aber wenn man das gemacht hat, hat man, glaube ich, einen relativ umfassenden Überblick, wieso der aktuelle Stand ist, was es an Forschungsergebnissen gibt zum Thema Homeoffice. Damit bin ich jetzt erstmal durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Ronald. Ich meine, jetzt sind wir wirklich umfassend informiert, auch darüber, wie der Stand im Saarland ist, jedenfalls wenn man auf die Interessenvertretungen hört. Und das ist ja unsere Kernklientel auch. Ich will jetzt sofort in die Praxis umsteigen. Und zwar möchte ich gerne mit Elke Wasemann beginnen. Sie ist Personalratsvorsitzende der Kreissparkasse Saarpfalz. Frau Wasemann, Sie gehören, habe ich jetzt im Handelsblatt nochmal nachgelesen, mit der Versicherungs- und Finanzbranche zu den Branchen, die bis zu 90% im Grunde ihre Tätigkeiten online erledigen können. Den Wert fand ich schon sehr beeindruckend. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihnen jetzt da auch ein gewisser Handlungsdruck aufgelaufen ist. Können Sie uns mal erzählen, wie das bei Ihnen war? Also ich denke mal, bei der Kreissparkasse Pfalz war das genauso wie in vielen anderen deutschen Unternehmen auch, dass man dann halt Corona-bedingt sich mit dem Thema doch noch etwas schneller befassen musste, wie eigentlich ursprünglich geplant. Vieles geht zwar bei uns online, aber so der direkte Kundenverkehr, Gespräche finden meistens doch im Präsenz statt, was jetzt dann nicht mehr ganz so notwendig, nicht mehr ganz so möglich war, aber halt auch jetzt unter Sicherheitsmaßnahmen stattfindet. Aber generell ist das Thema mobiles Arbeiten, war aber auch vor der Pandemie schon oft Thema von Arbeitnehmerseite aus mehr gewünscht wie von Arbeitgeberseite aus. Vor der Pandemie muss man feststellen, viele Arbeitnehmer wollten schon einen sehr großen Anteil in der mobilen Arbeit haben. Das hat sich jetzt etwas gewandelt. Und auch die Arbeitgeberseite hat sich natürlich auch etwas anders orientiert. Corona-bedingt, man hat andere räumliche Ansprüche jetzt an den Arbeitsplatz. Das kann ich mit dem Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice anders gestalten. Ist auch notwendig. Und von Arbeitnehmerseite aus hat man im vergangenen Jahr, wenn ich Mitarbeiter gefragt habe, dann war immer so der Anspruch, ich könnte mir schon vorstellen, 50-60% meiner Arbeitstätigkeit von zu Hause aus auszuführen. Und das hat sich etwas reduziert. Das hat man jetzt stark gemerkt. Viele Mitarbeiter sagen, ich kann mir das noch vorstellen, 1 oder 2 Tage die Woche dann von zu Hause aus arbeiten. Aber die Mitarbeiter wünschen sich schon dann auch wieder die Präsenz im Unternehmen und beim Kunden. Also das merkt man schon ganz stark. Das natürlich jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Welle, hoffentlich kommt nicht bald die dritte, ist natürlich jetzt auch schwierig, daraus allgemeingültige Aussagen abzuleiten. Wir haben uns ja im Vorfeld eben alle miteinander ausgetauscht, wir sind alle ein bisschen Homeoffice-müde, hatte ich so das Gefühl. Wir müssen aber jetzt ja versuchen, darüber hinaus zu denken. Genau. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sich ja auch auf den Weg gemacht, eine Dienstvereinbarung abzuschließen. Genau. Können Sie denn darüber noch mal die wesentlichen Schritte uns vielleicht kurz zusammenfassen? Gut, generell ist es halt immer wichtig, solche Themen dann halt auch kollektiv zu vereinbaren, damit halt auch jeder auch irgendwo eine Orientierung hat,
was ist möglich und woran muss sich jeder halten dann. Generell war für uns dieses Thema Arbeitszeitanteil in der Dienstvereinbarung ein ganz wichtiger Aspekt dann mit. Wo legen wir hier so die Richtlinie hin dann? Was ist auch von Arbeitnehmer- wie von Arbeitgeberseite dann hier gut machbar? Andere Themen waren dann hier dann aber auch nochmal das, welche Ansprüche stellt man an den Mitarbeiter oder halt auch an die Führungskraft in dem Moment? Welche Eigenschaften muss hier jeder haben? Der Mitarbeiter muss sich auch selbst zu Hause organisieren können. Dann, er muss auch persönlich geeignet sein, seine eigenen Grenzen dann festzulegen dann und die auch einzuhalten, was das Thema Arbeitszeit betrifft. Das ist ja immer schwierig, diese Verführung aus der Nähe der Arbeit ist ja dann doch schon mal gegeben, dann auch mal zu abends zu sagen, komm, ich gucke nochmal schnell rein in die Mails. Also das muss geordnet sein und halt auch das Thema dann, die Führungskraft muss auch geeignet sein. Auch muss auch die passende positive Einstellung dazu haben, sonst wird das immer negativ beleuchtet. Und die Führungskraft muss auch geeignet sein, zu erkennen, ob die Arbeit, die qualitativ, die quantitativ von Mitarbeiter in mobilen Arbeit geleistet wird, dann halt auch realistisch ist. Das sind Punkte, die man hier dann auch immer festlegen muss. Also auf das Thema möchte ich nachher gerne nochmal zurückkommen, führen im Homeoffice. Denn das ist so aus den Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, wirklich ein wichtiges. Aber zuerst, vorher, möchte ich gerne Holger Meuler begrüßen. Holger, schön, dass du da bist. Holger ist bei Verdi im Fachbereich Telekommunikation IT im Verdi-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland. Und du bist sowieso in diesen Branchen unterwegs und mit dem Thema auch schon vorher stark beschäftigt. Meine Frage ist einfach, was tut Verdi jetzt? Wo seid ihr unterwegs? Was sind die brennenden Themen aus deiner Sicht? Naja, also die brennenden Themen wurden alle schon benannt. Und das ist halt, was wir tun, ist beraten, beraten und beraten. Also so ein bisschen wie das, was bei der Arbeitskammer auch passiert. Aber wir haben natürlich ganz viele unterschiedliche Situationen. Wir haben zum einen Betriebe, in denen bisher, das wurde auch geschildert, Homeoffice kein Thema war und da musste jetzt eine Betriebsvereinbarung her oder eine Dienstvereinbarung her. Dazu haben wir beraten. Das war ganz schwierig. Unterschiedliche Voraussetzungen. Die Arbeitgeber wollten nicht. Es war vorher nur ein Goodie oder nur für Führungskräfte. Ne? Also all das kam da zusammen. Wir haben Betriebe in der Beratung, da haben wir Tarifverträge, die das Thema mobiles Arbeiten regeln, die das Thema Telearbeit regeln. Und trotzdem braucht es Unterstützung und Betriebsvereinbarung an der Stelle, wie das konkret ausgestaltet wird. Also auch das war ein Thema. Dann gibt es halt eben, ich sag mal, die ganz schlimmen Fälle, die ich erlebt habe, wo halt Kolleginnen und Kollegen sich melden, die von heute auf morgen unter den miesesten Voraussetzungen quasi ins Homeoffice geschickt wurden, weil es keinen Zugang mehr zum Betrieb gab, ohne dass es wirklich, wirklich irgendwas gab. Weder ein Laptop, noch ein Mobiltelefon, noch sonst irgendwas, sondern es wurde vorausgesetzt, dass man mit privaten Endgeräten arbeitet. Eine weitere Thematik, und das passt zu dem, was du nochmal in dem Führungsproblem ansprichst, dass erwartet wurde zum Beispiel, dass Kolleginnen und Kollegen den ganzen Tag über in der WebEx- oder Teams-Sitzung die Kamera anhatten, damit Führungskräfte überwachen konnten, dass gearbeitet wird. Und das ist nicht, also da kommen so viele Dinge zusammen. Und das war halt echt das große Problem. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere dort, wo wir Interessensvertretungen haben, egal ob das Betriebs- oder Personalräte oder Mitarbeitervertretungen sind, es ein Mindestmaß an geordneter, zumindest dann auch Regelungen gab. Ne? Also auch, was die Kollegen eben beschrieben hat, dass einfach drauf geguckt wurde. So. Das ging nicht darum, dass innerhalb der ersten 4 Wochen da jetzt ad hoc was passiert ist oder direkt da sein musste, aber es wurde dann geregelt. Ja? Und das sind halt eben die Dinge, die schwierig sind. Das greift natürlich nochmal an das, was Thomas Otto zu Anfang gesagt hatte, dass die Mitbestimmung an der Stelle
eine ungeheuer wichtige Funktion hat. Ich habe das, du hast es, glaube ich, eben auch gesagt, Ronald, da gibt es vom BIP gibt es so Studienergebnisse, wenn das Homeoffice geregelt ist, sind nachweisbar weniger unbezahlte Überstunden, die geleistet werden, als wenn es so ungeregelt ist. Man braucht ja auch diesen Rahmen, auch wenn man zu Hause ist, an den man sich halten kann. Frau Vogel, ich kann Sie jetzt gerade nicht sehen. Ich würde Sie aber gerne noch mal mit in die Diskussion einbinden. Funktioniert das? Ach, da ist sie. Ja, ja. Frau Vogel, zu diesem Thema, was wir da eben hatten, bevor ich habe auch gesehen, es gibt auch Fragen aus dem Chat, aber dieses Thema Führen im Homeoffice, da würde ich gerne noch mal an Sie geben. Können Sie dazu aus Ihren Erkenntnissen was beisteuern, worauf es da ankommt, was die wesentlichen Punkte sind? Oder war das bei Ihnen jetzt bisher nicht so im Fokus? Also ich denke mir, dass die Unterschiede nicht sonderlich groß sind, ob es sich jetzt um Homeoffice oder um mobile Arbeit handelt, wo auch Mobilität im Spiel ist, sprich, dass Beschäftigte einfach viel an anderen Orten arbeiten, also immer führen, letztendlich unter den Bedingungen von Abwesenheit. Also, dass die Beschäftigten eben nicht im Unternehmen sind, sei es, dass sie auf Dienstreisen beim Kunden oder einfach auch im Homeoffice irgendwie arbeiten. Ich glaube auch, dass es eine große Herausforderung für Führungskräfte ist, weil wir, das haben ja letztendlich auch alle bestätigt, nicht jede Führungskraft damit umgehen kann, dass die Schäfchen nicht alle da sind. Das heißt, Führungskräfte müssen ja zum Teil auch lernen, damit irgendwie umzugehen, dass sie Vertrauen haben, dass sie Verantwortlichkeiten irgendwie abgeben können und dass sie im Blick behalten, auch das wurde schon erwähnt, dass die Arbeitsmenge, die geleistet werden soll, auch leistbar ist und nicht nur Arbeitsaufgaben verteilt werden nach dem Motto, wann du das erledigst, ist mir egal. Hauptsache, es wird gemacht. Das reicht natürlich nicht, weil es geht natürlich auch um die Frage, irgendwie, ob die Ressourcen passen. Also von daher denke ich mir, es sind eigentlich die gleichen Anforderungen wie Führen unter der Bedingung von Abwesenheit, wo einfach Vertrauen, auch die Organisation der Arbeit eine wichtige Rolle spielt, inwieweit irgendwie auch die Arbeitsmenge realistisch irgendwie verteilt wird und als Führungskraft auch ein Auge drauf zu haben, dass eben nicht im Homeoffice und auch da haben wir empirische Evidenz dafür, in erster Linie länger gearbeitet wird. Okay, Holger, wolltest du direkt dazu? Weil ja. Ich habe nämlich dazu auch eine passende Frage, aber okay. Mach vielleicht nur als Ergänzung. Genau das kann ich bestätigen und dass sogar in einem Unternehmen unterschiedlich gehandhabt wird. Das heißt also, die Bereiche, die bisher schon Erfahrung haben mit mobilem Arbeiten oder Homeoffice, da war das gar kein Problem, dass die Menschen halt eben jetzt auch verstärkt zu Hause gearbeitet haben. Aber dann sind andere Bereiche, zum Beispiel aus dem Bereich der Buchhaltung oder Controlling, ins zwangsweise Homeoffice gewechselt. Und dort haben dann die Führungskräfte, man muss sagen, echt total realitätsfern erwartet, dass halt eben die Kamera die ganze Zeit an ist, damit man sie überwachen kann, weil es dort kein Vertrauen gab, dass die Arbeit trotzdem erledigt wird. Und das finde ich so spannend, genau an der Stelle. Ne? Also das Also spannend ist ein schöner Begriff dafür. Ja, normalerweise hat man ja auch keine Kamera am Arbeitsplatz laufen, die einen die ganze Zeit überwacht. Aber jetzt plötzlich wird das als notwendig gesehen. Das ist ja positiv ausgedrückt spannend. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat, deshalb gucke ich auch immer wieder zwischendrin auf mein Handy. Das wird mir dann geschickt. Da heißt es, wie schützt eine Interessenvertretung den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin davor, die Grenzen zwischen Privatleben und Homeoffice zu sehr zu vermischen? Wie können Betriebsmedizin und die Beauftragten für Arbeitssicherheit die Mitarbeiter schützen? Ich finde, das bringt schon sehr viel hier ziemlich genau auf die problematischen Punkte. Ja. Also
diese Abgrenzung, das geht ja sehr viel über die Arbeitszeitregelung, da hatten wir schon, aber was mir bisher noch fehlt, und das finde ich, wird hier aufgegriffen, ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Haben Sie denn in Ihrer geplanten Vereinbarung dazu was festgelegt? Eigentlich weniger. Was wir festgelegt haben, ist das Thema Arbeitszeiten, dass die genauso gelten wie am Arbeitsplatz auch, dass die Dienstvereinbarung über die variable Arbeitszeit genauso steht. Wie wird die erfasst, wenn ich fange? Die wird erfasst in dem Moment, wenn ich mich im System anmelde, habe ich auch dort den gleichen Zugang zum Zeiterfassungssystem wie am Arbeitsplatz. Das heißt, das passiert eins zu eins. Und das heißt, mit dieser, man orientiert sich dann an dieser variablen Arbeitszeit, an der Dienstvereinbarung, die ja dann auch basiert auf arbeitsrechtlichen Grundlagen. Das heißt, hier wäre dann halt auch ersichtlich, wie lange läuft die Arbeitszeit, wie viele Überstunden bauen sich auf, was ja auch dann auch wieder der Führungskraft zugänglich ist. Schwieriger wird es dann in dem Moment, wenn der Mitarbeiter die Arbeitszeit nicht erfasst und weiterarbeiten würde. Aber das ist ein Thema, das man auch ganz schwierig dann halt auch nochmal dann halt festlegen kann. Das muss ja der Mitarbeiter dann auch entscheiden dann. Beziehungsweise da wäre es halt so, dass wir dann halt vom Personalrat dann auch die Möglichkeit haben, uns dann halt auch dementsprechende Listen zukommen zu lassen, indem man sieht, wie lange wird hier die Arbeitszeit genutzt. Dann, wie lange wird im System gearbeitet? Okay. Natürlich wäre auch das Thema dann Zugang zum System dann zeitlich zu beschränken, wäre ein Thema, ist jetzt aber im Bankenbereich wieder sehr schwierig. Diese Systeme müssen auch sicherheitsbedingt immer am Laufen sein. Das kann, also da muss man schon an die Verantwortung auch des Mitarbeiters dann appellieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite regelmäßig kontrollieren, wie wird das System zeitlich genutzt. Holger, du sahst so aus, als wolltest du was hinzufügen. Also wir sind da tatsächlich ein Stück weit im Dilemma, denn ob ich im Homeoffice diszipliniert bin und meine Arbeitszeiten einhalte, oder ob ich im Büro meine Arbeitszeiten nicht einhalte. Ja? Die Beispiele kennen wir ja zuhauf, dass es trotzdem passiert. So, das heißt also, ich glaube, wir müssen an der Stelle noch mal viel stärker auf eine Selbstdisziplinierung setzen und vielleicht auch Menschen noch mal befähigen, abzuschalten. Also einfach klar zu machen, nach 10 Stunden Höchstarbeitszeit ist Schluss. Und ich packe mir da gerne an die eigene Nase. Wir kennen das. Wir haben aber noch ein anderes Dilemma, und das hast du angesprochen, was das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz anbelangt. Und das ist ein Problem, weil wir auch als Verdi nicht gegen ein Homeoffice sind. Aber wir sind dafür, dass es reglementiert und geregelt ist. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo es schwierig wird. Wir haben mal mit einer kleinen Aktion auch Bilder uns schicken lassen von der Situation im Homeoffice. Und ich finde, es ist halt wirklich eine Zumutung, wenn sich Beschäftigte, und die tun es auch freiwillig, einen Beistelltisch in ihr Schlafzimmer stellen und dort einen Monitor, einen Rechner aufbauen, um von dort aus zu Hause zu arbeiten. Das mag noch in einer Einschätzung 3 Monate in der Pandemie funktionieren. Aber wenn jemand das tut und 25 Jahre unter diesen Bedingungen arbeiten soll, dann finde ich, ist das ein Problem. Und das wird halt eben ganz oft nicht betrachtet. Und das genau führt uns zu dem Dilemma, dass wir als Gewerkschaften, als Interessensvertretungen den Blick darauf haben, Beschäftigte arbeitsfähig zu halten, auch im Langzeitblick. Und das für viele Betroffene, Beschäftigte aus dem Blick gerät, weil sie im Moment eigene, temporär bezogene Interessen haben. Und das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Das sieht man. Man sieht ja auch immer diese hübschen Fotos, die gerne in den Medien gezeigt werden. Am liebsten noch die junge Frau mit dem kleinen Kind, was dann natürlich friedlich spielt, klar. Und sie arbeitet am PC. Und ich denke mir immer, wo habt ihr diese Bilder her? Ronald, kennt ihr das denn aus der Beratung von Best jetzt auch? Und wie geht ihr dann mit solchen Anfragen um, gerade mit diesem Arbeits- und Gesundheitsschutz? Man kann den Leuten sagen, ja, ihr müsst den Rechner so stellen und er darf nicht gegens Licht. Aber das ist ja keine umfassende Beratung eigentlich. Habt ihr da Erfahrungswerte? Also wir haben die Erfahrung, dass es halt relativ wenig berücksichtigt und problematisiert wird bis jetzt. Klar, es hängt auch wieder von den Rahmenbedingungen ab, das ist mir eben auch durch den Kopf gegangen. Arbeitszeit ist ein ganz wichtiges
Thema und dadurch kann man auch viel gestalten. Mhm. Aber es geht auch darum, was soll überhaupt als Ergebnis rauskommen bei der Arbeit im Homeoffice. Das Führen auf Distanz spielt eine Rolle. Wie kann ich mich austauschen darüber? In unserer Umfrage hat man auch gesehen, dass die Betriebsräte relativ wenig das Thema Qualifizierung fürs Homeoffice auf dem Schirm hatten. Ne? Und wenn man das alles sozusagen zusammennimmt, dann kann man vielleicht auch sagen, da gehört natürlich auch dazu, entsprechend zu qualifizieren, überhaupt zu wissen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, was ist gesund, was ist weniger gesund. Mhm. Das heißt im Arbeitsschutzgesetz Unterweisung. Ja. Das ist ja schon ein Aspekt. Ne? Und dann muss man auch sehen, in welchem Umfang wird Homeoffice gemacht. Ne? Wenn ich sozusagen vollständig im Homeoffice bin, Telearbeit mache, ist das eine ganz andere Anforderung, als wenn ich einen Flexitag habe, alle zwei Wochen oder sowas. Ne? Da muss ich mich auch damit beschäftigen. Also ich glaube, für die Interessenvertretungen haben halt die schwierige Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu definieren. Und dann muss ich das so auch einrütteln. Und es ist sehr abhängig von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, wie sie es umsetzen. Mein Eindruck ist oft, man will als Betriebsrat, und das ist ja auch bei anderen Themen so, eigentlich alles im Vorhinein durchdenken und schon regeln. Und unsere Vereinbarungsentwürfe werden 12 Seiten lang. Ne? Und manchmal ist es vielleicht auch besser, ne, was Sie auch gesagt haben. Also wir machen jetzt die Erfahrung nach 6 Monaten mehr oder weniger Homeoffice, dass viele sagen, ja, jetzt habe ich aber, ich will gar nicht mehr voll im Homeoffice, ich will nur noch 2 Tage. Also was, ne? Das kann ich mir vorstellen, wenn man also jetzt in einer normalen Situation dann auch mehr Erfahrung gesammelt hat, aufbauend auf dem, was man jetzt gelernt hat, dass man auch mehr ein Gespür dafür kriegt, wo die wichtigen Punkte sind. Und dazu gehört eben auch, die Überlastung irgendwie zu vermeiden. Frau Vogel, haben Sie denn dazu Erfahrungswerte, vielleicht gute Beispiele, wie man das mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz besser in den Griff kriegen könnte? Also die kurze Formel würde ich sagen, man muss mobiles Arbeiten, sei es jetzt Homeoffice oder mobile Telearbeit oder was auch immer, kann man nicht für die Beschäftigten gestalten, sondern kann man nur mit ihnen gestalten. Es wurde gerade das Beispiel angeführt, dass man klar die Arbeitszeit erfassen kann, aber man natürlich nicht weiß, inwieweit die Beschäftigten dann nachher wieder weiterarbeiten. Das ist jetzt kein Phänomen, das wir erst im Homeoffice haben, sondern das ist ein altes Phänomen. Und ich glaube, da muss man mehr drauf gucken, warum wird denn die Arbeitszeit nicht eingehalten? Was stimmt denn da für ein anderer Parameter nicht? Und wir wissen, dass unsere Arbeitswelt immer dichter wird und dass die Leistungsanforderungen beständig steigen. Und dann denke ich mir, dann liegt wahrscheinlich salopp gesagt der Hund begraben, dass der Arbeitsanfall, also die Menge der Arbeit und die Ressourcen irgendwie nicht passen. Und ich glaube, da muss man ran, wenn man auch über Arbeitszeit redet, weil sonst werden wir das nicht hinkriegen, dass Beschäftigte dann nicht nach getaner Arbeitszeit abends noch weiterarbeiten, sei es irgendwie im Büro, sei es irgendwie zu Hause, weil sie glauben, dass sie ihre Arbeit so nicht schaffen. Ich habe das auch irgendwie selbst und im Kolleginnenkreis öfter beobachtet. Wenn die Menschen zu Hause arbeiten, das fällt mir gerade ein, wenn ich Frau Vogel zuhöre, scheint dann nochmal ein anderer Selbstdisziplin plötzlich zu greifen. Wer im Büro mal eine Stunde nicht erreichbar ist, der ist halt irgendwo im Haus unterwegs, in der Presseabteilung oder weiß Gott wo. Wer aber zu Hause mal 10 Minuten nicht erreichbar ist, hat schon irgendwie ein Legitimationsproblem. Wo war ich denn jetzt? Also das sind so ganz merkwürdige Dinge, die zum Teil da auch auf psychologischer Ebene ablaufen. Wobei das sicher auch der Gesamtsituation einfach geschuldet ist. Ich habe jetzt hier im Online noch mal eine Frage, die geht um die Abgrenzung zwischen Homeoffice und Telearbeit. Da fragt jemand, welche Rechte haben diejenigen, die höchstens einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten könnten, diesen Tag durchzusetzen? Gerade auch in Bezug darauf, dass der Arbeitgeber diese auch extra technisch ausstatten müsste. Eine schwierige Frage. Hat dazu jemand spontan eine Idee?
wie man hier antworten könnte. Holger? Naja, die Frage ist jetzt der Rechtsanspruch darauf. Im Moment sind wir da ja in einer Situation, dass der Gesetzgeber pandemiebedingt gesagt hat, da wo es möglich ist, soll umgesetzt werden. So. Daraus lässt sich noch direkt ein Rechtsanspruch ableiten, aber zumindest mal kann man es mit dem Arbeitgeber ansprechen. Und ansonsten sollte es halt eben vernünftigerweise durch einen Betriebsrat, Mitarbeitervertretung oder Personalvertretung geregelt werden, auch wenn es nur individuell um einen Tag geht, was ja auch durchaus versicherungstechnische Hintergründe hat. Aber da muss man die Frage dann stellen, ist es notwendig, einen tatsächlich einen Telearbeitsplatz einzurichten mit all den Herausforderungen? Oder ist es möglich, und das hat der Ronald ja eben auch schon gesagt, mobiles Arbeiten zu sagen, dass man halt eben dann einen Flexitag hat, der vielleicht mit einer geringeren Möglichkeit ausgestattet auch von zu Hause aus möglich ist. Ja. So. Ja. Darf ich dazu auch noch was sagen? Ja, gerne. Ja, ich denke, wie es das Recht auf Homeoffice gibt es so nicht. Also jetzt rede ich mal außerhalb der Pandemie. Es sollte ja, Heil war ja immer dafür, dass es ein Recht auf Homeoffice gibt, wie es es beispielsweise in einigen nordischen Ländern auch gibt, die den Anspruch haben. Wir haben ihn irgendwie nicht. In allen Vereinbarungen wird ja auch immer darauf verwiesen, auf die doppelte Freiwilligkeit. Das heißt, irgendwie kein Arbeitgeber kann einen Arbeitnehmer dazu verpflichten, ins Homeoffice zu gehen. Und andererseits kann aber auch ein Arbeitnehmer dieses Recht irgendwie nicht erzwingen. Also das ist in allen Vereinbarungen steht, diese doppelte Freiwilligkeit wird sie eigentlich immer angeführt. Und ich habe ja bereits angeführt, dass ich eigentlich mehr die Befürchtung sehe, dass diese doppelte Freiwilligkeit aufgelöst wird, weil Räume aufgelöst werden, weil Büros aufgelöst werden, weil unter Umständen die Räume gar nicht mehr vorhanden sein werden nach der Pandemie. Das passt ja auch ein bisschen zu diesen neumodischen Bürokonzepten, die, ich erinnere mich, vor der Pandemie gerade so ins Gespräch kamen. Da bringt man nur noch seinen Laptop, klinkt sich irgendwo ein und arbeitet und geht dann später wieder. Eigentlich passt das ja nahtlos. Frau Wasemann, haben Sie denn sowas bei sich auch? Noch nicht, aber wir werden es wahrscheinlich schon bekommen. Aha. Und ich kenne es auch von vielen Bekannten, wenn berichtet wird dann von vielen anderen Firmen, dass das dort schon gang und gäbe ist, dass ich morgens komme, ich habe mein Laptop in einem eigenen Fach, ich habe eine Kiste mit einigen Büroartikeln und wer zuerst kommt, bekommt den schönsten Schreibtisch. So funktioniert das dann, dass dann auf einem nicht personifizierten Arbeitsplatz gearbeitet wird. Und ich denke mir, wenn nicht ausreichend Arbeitsplätze vorhanden sind, dann sprechen wir auch nicht mehr vom mobilen Arbeiten, sondern dann sprechen wir vom Homeoffice. Und dann kommt ja schon wieder ganz andere Verpflichtungen auf den Arbeitgeber zu, was die Ausstattung betrifft. Und ich denke mal, das möchten ja auch viele Arbeitgeber dann auch umgehen. Und dann wird es zu solchen Regelungen kommen. Ja. Wir haben die Situation schon in einigen Bereichen, gerade in der TK- und IT-Branche. Ja, ja. Desk-Sharing, Clean-Desk-Systeme, die dazu führen, dass man sich halt eben einbuchen muss, wenn man einen Arbeitsplatz im Büro haben will, also im Gebäude des Arbeitgebers, teilweise auch total flexibel. Das heißt also, man kann an jeder Destination des Arbeitgebers in jedem Bürogebäude auch arbeiten und hat Zugang dazu. Das ist schön und sehr flexibel, funktioniert sogar weltweit, habe ich mir sagen lassen, bei multinationalen Konzernen. Führt aber jetzt dazu, und ich glaube, das wird eine große, auch gesellschaftliche Herausforderung mit Folgen, dass Unternehmen sich aus den Innenstädten zurückziehen, dass sie Büros abmieten. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass wir auch darüber uns unterhalten, dass Arbeitgeber an der Stelle einen Ausgleich an die Beschäftigten leisten müssen, wenn sie denn bereit sind, von zu Hause aus zu arbeiten, ihren Strom zur Verfügung zu stellen, ihr Internet zur Verfügung zu stellen und die Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das wird noch eine spannende Herausforderung. Deswegen sage ich, das Recht auf Homeoffice
ist auch ein zweischneidiges Schwert. Da müssen wir aufpassen, ob wir das so wollen und wie dann die Voraussetzungen dazu sind. So, und das wird Folgen haben. Das wird Folgen haben für andere Gruppierungen, die bisher sich darauf eingerichtet haben, dass, ich nehme jetzt mal als Beispiel Frankfurt, ganze Bürostädte existieren, wo es Lokale gibt, die nur über Mittag offen haben, die Essen versorgen und so weiter. Was passiert dort? Also was passiert mit den Räumlichkeiten? Was passiert mit den Wirtschaftsteilen, mit den Betrieben, die sich darauf eingerichtet hatten? Mhm. Also das ist auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Und ich glaube, auch das Thema der Deurbanisierung wird nochmal eine Chance werden für ländliche Regionen. Mhm. Von Coworking Spaces angefangen bis hin zu schneller Netzversorgung natürlich. Was mir aber da noch so durch den Kopf geht, ist so dieser Bereich des sozialen Miteinanders. Ja. Also das erleben wir ja gerade alle sehr stark und das wollen wir hoffen, dass das auf Dauer nicht so ist. Aber wie wichtig das soziale Miteinander, der Austausch, die Ideen, die Kreativität und das alles ist irgendwann, selbst wenn ich dann ins Büro kommen darf, weil woanders immer sitze, ja auch wieder anders, als es jetzt ist. Also wir sind einfach in Zeiten großer Umbrüche. Ich stelle aber mit Blick auf die Uhr fest, dass wir jetzt, glaube ich, zu einer kleinen Schlussrunde ansetzen sollten. Ronald, ich schaue dich an. Du als Vertreter der Beratungsstelle sozusagen direkt mit den Interessenvertretungen konfrontiert. Was möchtest du zum Schluss jetzt so als Wunsch vielleicht formulieren, als Aufforderung, als Feststellung? Also unsere Umfragen haben einen breiten Überblick gegeben und für verschiedene Themen sensibilisiert. Aber wir merken immer wieder, die Situation in den Betrieben und Dienststellen ist teilweise so unterschiedlich und die Voraussetzungen sind ganz verschiedenartig, sodass es eigentlich für uns in der Beratung immer erstmal darum geht, Fragen zu stellen. Und auch ein bisschen für das eine oder andere Thema zu sensibilisieren und dann gemeinsam mit den Kollegen in den Gremien ein Konzept zu machen, worauf sie die Schwerpunkte legen wollen. Ne? Das ist dann vielleicht einmal die Arbeitszeit und beim anderen Mal wäre es die Ausstattung mit einem vernünftigen Bildschirm und sowas. Ne? Und dass es erstmal wichtig ist, überhaupt einen Anfang zu machen und eine Plattform zu haben, auf der man dann eben weiterarbeiten kann. Ne? Und das ist ja eine so eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern die sollte halt auch gelebt werden und auch weiterentwickelt werden. Und da haben wir jetzt also ganz unterschiedliche Ansätze, je nach Branche und so, wie weit. Also wir haben zwei Seiter und wir haben 10 Seiter und das muss man irgendwie ein vernünftiges Maß finden. Also im Grunde klein, klein anfangen, damit das Ganze irgendwann ein rundes Bild ergibt. Man muss halt eine Art Plan im Kopf haben, auch als Betriebsrat und muss versuchen, den anzuwenden mit seinen verschiedenen Eckpunkten auf die betriebliche Situation. Und natürlich ist es immer ein Aushandeln, auch von Kompromissen zwischen Arbeitgeberseite und Betriebsratseite. Aber man sieht, man muss in die eine Richtung Recht auf Homeoffice, aber auch Schutz vor der Verpflichtung zum Homeoffice, muss man irgendwie einen guten Weg finden. Ja. Steht und fällt mit dem Betriebsrat im Grunde, wie die praktische Umsetzung aussieht. Also wir kommen immer wieder zu unserer zentralen Forderung zurück. Frau Vogel, hätten Sie was kurz und knackig, was Ihnen jetzt noch als Vorstellung, als Aufforderung, als Wunsch durch den Kopf geht? Ja, ich denke im Moment, versuche es breit zu denken. In seinen Wirkungen, was hat diese Arbeitsform für Wirkungen auf Wohnen und Arbeiten? Ich meine, Wohnen und Arbeiten waren mal zusammen. Es hat die Industrialisierung irgendwie getrennt. Von daher sehe ich auch durchaus Chancen zu sagen, wir können es wieder vielleicht mehr zusammenführen und da ist die Digitalisierung eine Chance. Und es ist vielleicht auch eine Chance, dass wir damit irgendwie Verkehr reduzieren können, weil Menschen nicht mehr so pendeln müssen. Und es ist auch irgendwie eine Reduktion von Belastungen. Ich möchte dem aber nicht das Wort reden, dass wir jetzt alle zu Hause in unserem Wohnzimmer und an den Küchentischen arbeiten, sondern dass es wohnortnahe Formen des Zusammenarbeitens gibt. Also das, was wir vielleicht in den 80er Jahren in der ersten Telearbeitswelle als Satellitenbüros, Nachbarschaftsbüros diskutiert haben, wo durchaus kollektiv irgendwie gearbeitet wird, aber eben nicht mehr irgendwie im Betrieb in der Stadt oder so. Und das, wenn uns das
dazu verhilft, dass wir ressourcenschonender arbeiten können, dann wäre schon was gewonnen. Aber alle im Homeoffice, das glaube ich, das möchte ich mir nicht als Zukunftsvision vorstellen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Frau Wasemann, haben Sie noch was? Ich denke mir, es ist wichtig, dass sich jeder mit dem Thema auseinandersetzt, dass jeder Arbeitgeber auch sagt, er ist hier bereit, Vereinbarungen zu treffen oder das Thema anzugehen im Unternehmen und dann passend, jedes Haus ist unterschiedlich, jede Arbeit ist unterschiedlich, dann einfach zu sagen, was ist bei uns möglich und wie kann man die Interessen dann von beiden Seiten zusammenbringen auf der Grundlage der Freiwilligkeit, weil es nützt mir keine Vereinbarung etwas, wenn sie nicht gelebt wird im Endeffekt. Dankeschön. Holger. Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Gut. Also ich finde, da ist ein großes Potpourri drin. Wir brauchen Regelungen für die Zukunft. Wir dürfen uns der Thematik nicht verwehren. Und wir müssen es begleiten. Und Mitbestimmung ist der Schlüssel, finde ich, der dazu führt, dass wir für die Beschäftigten Regelungen schaffen. Und da sollte auch, und das ist meine Anforderung an die Politik hören auf das, was die Interessensvertretungen sagen, weil sie am Puls der Beschäftigten sind. Also was Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen sagen, weil sie direkt mit den Menschen arbeiten und nicht auf einem ideologischen Paradigma beruhen und sagen, wir brauchen jetzt das Recht auf Homeoffice, sondern wir brauchen Regelungen dazu. Und das muss atmen können. Und genau das würde ich mir wünschen, mit den ganzen Aspekten, die schon genannt wurden, weil ich glaube, das sind alles Punkte, die wichtig sind, auch für ein zukünftiges Arbeiten. Gut, vielen Dank. Auch vielen Dank an die Zuschauer, Zuschauerinnen im Stream, im Online und danke auch für die Fragen und Anregungen. Ich würde dann... Bitte, natürlich auch für die Technik, klar. Und ich würde aber einfach gerne zum Schluss noch mal einen kurzen Appell loswerden, wenn es noch offene Fragen gibt, wenn Sie Probleme haben mit Dienstvereinbarung, Betriebsvereinbarung, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Beratungsstelle beziehungsweise auch an die zuständigen Gewerkschaften. Sie sehen, das Thema ist gerade aktuell überall in der Debatte und wir können Ihnen da sicherlich weiterhelfen. Vielen Dank.